Herr Somuncu, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Erzählen Sie uns mal, warum haben Sie denn keinen Bock mehr? Ja, erstmal danke auch von mir, dass ich als Mensch mit Migrationshintergrund ich habe ja auch einen. Diesem ausländerfeindlich durchseuchten Zombie-Kabinett zu Gast sein darf. Ein Format, in dem Leute, die Sprachmaßnahmen fordern, Relativsätze mit Divo bilden. Also es hat genug Ironie, deswegen bleiben wir auf der Ebene. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich habe das jetzt 35 Jahre gemacht und ich bin nicht Sisyphos. Ich möchte mich entwickeln und angesichts auch der derzeitigen Situation in der Gesellschaft, die sehr angespannt ist, die sehr engstirnig ist und den verengten Diskussionskorridoren, ist das einfach eine Vernunftentscheidung, dass ich sage, ich widme mich jetzt anderen Projekten. Ja, in Ihrem Interview mit der Welt, das ich gelesen habe und sehr, sehr gut fand, mehrere Sätze haben mich fasziniert. Zum Beispiel, es gibt Gestalten, die das narzisstische Spiel mit der Empörung geschickt ausnutzen, weil sie meinen, zu einer Minderheit zu gehören. Und sehen Sie da auch diesen Trend, vor allen Dingen auf Twitter und den Social Media hervorgebracht hat, dass man sehr viel Aufmerksamkeit durch Empörung generiert und somit das Empörungsgeschäft, wenn man so nennen will, Hochkonjunktur hat? Nein, ich sehe nicht nur das. Also ich möchte jetzt auch nicht jammern. Ich bin selbst jemand, der austeilt und das gehört zu meinem Beruf als Kabarettist auch manchmal sarkastisch zu sein, zynisch zu sein, ironisch zu sein. Das Problem ist eher, dass die Ebenen nicht mehr auseinandergehalten werden können und dass sie auch missbraucht werden für die eigenen Anliegen. Und das hat zum Teil faschistoide Züge, also die Art und Weise, wie Minderheiten insbesondere versuchen, ihre Rechte durchzusetzen, wie sie sich für Mehrheiten halten und einer großen, schweigenden anderen Mehrheit aufdrücken, was sie für richtig halten, das ist einfach nicht mehr in Ordnung. Und deswegen muss man sich entweder wehren, indem man auf der Bühne steht und dem Widerstand leistet und Klartext spricht, aber auch versuchen, zwischen den beiden Polen, die es ja im Moment sehr extrem gibt, dem einen Bereich der bürgerlichen Mitte und dem anderen Bereich der immer weiter nach rechts tendierenden bürgerlichen Mitte, dass man da klaren und kühlen Verstand bewahrt. Und für mich bedeutet das vor allem jetzt erstmal herauszufinden, wie ich möglichst effektiv arbeiten kann. Dieses effektive Arbeiten hat sich verschlissen in den letzten Jahren. Ich habe in den vielen Sendungen, die ich habe, ich habe eine Radiosendung auf Radio 1 oder ich war in der Heute-Show, erfahren, dass man sich, je mehr man sich dieser Öffentlichkeit ausliefert und auch den Mut hat, Risiken einzugehen, umso mehr zu einer Zielscheibe wird und auch verwechselt wird mit anderen, die vielleicht viel Schlimmeres tun, aber dann stellvertretend für sie Buße leisten muss. Und das ist nicht mein Job. Ich will nicht der Schlagbeutel sein irgendwelcher Leute, die mich verwechseln, sondern ich will mich repräsentieren und ich möchte das so frei wie möglich machen und trotzdem meinen Beruf ausüben. Und zu dem gehört eben auch eckig und kantig zu sein und manchmal auch über Grenzen zu gehen. Ja, Sie sprechen da viele wichtige Punkte an, aber auch gerade auf die Bühne gehen und das zu kritisieren, das tun Sie ja dann nicht mehr, da räumen Sie die Bühne. Und mich würde es auch noch interessieren, wenn Sie sagen, die große schweigende Mehrheit, das sehe ich auch. Ich glaube, die Mitte ist da bei diesen polarisierenden Themen oft deutlich schweigender und, glaube ich, pragmatischer, als wir eigentlich denken. Aber gibt man dann irgendwie diese schweigende Mitte dann nicht auf, wenn man aufgibt? Oder wird man nicht nur von den Falschen sozusagen hingerichtet und das findet in Bubble statt, wie Twitter, die es da draußen bei der breiten Masse, die gar nicht ankommt? Das war jetzt schon die Antwort auf die Frage. Ich kann das nur wiederholen. Also es ist im Moment so, ich bin ein großer Freund von Meinungsfreiheit und ich habe gelernt, auch andere Meinungen zu ertragen und zu respektieren. Deswegen nehmen Sie meine erste Bemerkung auch ruhig als ironisch wahr. Wir haben jetzt gerade, ja, es ist ja mittlerweile nicht mehr möglich, irgendwas zu sagen, ohne dass man gleich viel ernster genommen wird, als man vielleicht vorhatte, genommen zu werden. Trotzdem ist es so, wir haben im Moment eine Nomenklatur von Besserwissern, die meist aus dem grünen Spektrum kommt, die versucht, unser Denken maßgeblich zu verändern und zu beeinflussen und uns zu erziehen. Und da sind wir, da bin ich übrigens, man wirft mir manchmal vor, nach rechts zu tendieren, das ist mir scheißegal. Da bin ich gerne ein Rechter, wenn es darum geht, zu vertreten, was ich für vernünftig halte. Und ich lasse mich da auch nicht zuordnen, links, rechts, oben, unten, sondern ich versuche einfach, meinen Verstand und meinen kühlen Kopf zu bewahren.
diese Nomenklatur von Leuten, die besserwissend sind und die meinen, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen, die ist mittlerweile so mächtig, so gewalttätig, dass sie Leute einschüchtern kann. Und diese Einschüchterung, die dann dazu führt, dass Menschen existenziell bedroht werden, ja sogar vernichtet werden, die führt nicht nur dazu, dass Kunst ihre Grundlage verliert, nämlich frei und angstfrei zu agieren, sondern die führt auch dazu, dass die Diskussionen, die wir führen, Stellvertreterdiskussionen sind. Also Sie merken das ja, jeder beansprucht ja immer für sich, irgendeine Mehrheit zu vertreten. Ich glaube aber nicht, dass es immer eindeutige Mehrheiten gibt. Ich glaube, dass es Mischungen gibt. Ich glaube zum Beispiel in der Ukraine-Frage, wo ja sehr schnell zugeordnet wird, in Putin-Freund, Putin-Troll oder Ukraine-loyal. Da gibt es so viele Zwischentöne, so viele Nuancen, so viele Dinge, die man besprechen müsste, um überhaupt erstmal zu einem gemeinsamen, vernünftigen Schluss zu kommen, dass es jetzt in dieser Situation, in der alles unglaublich schnell geht und vervielfältigt wird und Meinungen flirren, gar nicht möglich ist, sich zu positionieren, ohne verdächtig zu sein. Und das war auch in der Corona-Krise so. Man merkt ja zum Beispiel jetzt, wie sich die Corona-Krise entwickelt hat und wie sich auch die Meinungen parallel zur Krise entwickelt haben. Und man kann heute nicht sagen, du warst einer von denen, die mitgemacht haben, oder du warst einer von denen, die immer im Widerstand waren, sondern wir alle haben einen Prozess durchgemacht. Und wenn er gut gelaufen ist, sind wir jetzt vernünftig und wissen, ob dieser Prozess richtig oder falsch war. Stattdessen aber hält man an seinen Meinungen fest und man ortet sich in irgendeiner Fraktion, weil man glaubt, dadurch stärker zu sein. Und das ist stur, das ist starrsinnig und das ist nicht der Sinn einer Demokratie. Der Sinn einer Demokratie ist, dass man miteinander redet, dass man anderen Menschen zuhört, dass man sich austauscht und im Zweifelsfall sogar einsieht, dass die eigene Meinung nicht konsistent genug war. Und der Sinn von Kunst in einer Demokratie ist, Alternativen aufzuweisen zur Realität, indem man die Realität vielleicht persifliert, indem man sie projiziert oder reflektiert. Und wer das nicht verstanden hat, der ist nicht Demokrat. Der bedient faschistoide Denkstrukturen. Ja, vor allen Dingen die Punkte, die Sie angesprochen haben, die ganz großen Themen, die Sie im Interview auch als Glaubenskrieg und religionsähnlich beschrieben haben, da zeigen ja die Umfragen, dass die Bevölkerung das gar nicht so sehen, wie es oft in den öffentlich-rechtlichen Medien oder generell auch in den privaten Medien dargestellt wird. Diese ganz klar pro-Ukraine verglichen zu eher zurückhaltend oder Corona haben Sie auch angesprochen. Sehen Sie nicht da auch eine Gefahr, wenn wir diese Meinungsräume und Verstärker und anders gesagt die veröffentlichte Meinung, der Meinung der breiten Gesellschaft, die nicht so ganz widerspiegelt, sehen Sie da eine Gefahr für die Demokratie und für die Bevölkerung an sich? Natürlich sehe ich eine Gefahr für die Demokratie, vor allen Dingen, wenn wir eine Regierung haben, die durch und durch korrumpiert ist und die meiner Meinung nach die schlechteste Bundesregierung ist, die wir je hatten. Mit einem Grinsekanzler, der zu allem nichts sagt, mit einer Außenministerin, die durch die Zeitgeschichte stolpert und stottert und mit einem Wirtschaftsminister, der den Menschen das zumutet, was er selbst nicht erträgt und hintenrum mit seiner Belegschaft irgendwelche Geschäfte abschließt, zu denen er nicht steht. Also all das ist Teil einer Realität im Moment, die surreal wirkt. All das ist eine Politik, die die Menschen nicht abholt, da wo sie sie versteht, sondern das ist eine Politik, die ihre eigenen Interessen vertritt und durchsetzt um der Macht willen. Und wenn sich das nicht ändert, und zwar nicht nur aus einer Opposition heraus, die sich AfD nennt, sondern aus einer Opposition der Vernunft heraus, die sich auch aus unterschiedlichen politischen Richtungen zusammensetzen kann, dann stehen wir vor den Scherben unserer Demokratie. Dann wird irgendwann die Wahl darüber entscheiden, wer mächtig ist. Und wir sehen das jetzt schon im Osten. Die AfD ist dort die stärkste Partei und das wird auch im Westen irgendwann so werden. Da werden wir auch keine Diskussionen mehr führen können, weil die AfD aus meiner Sicht eine durch und durch autoritäre Partei ist, deren Sinn und Zweck ist, die Demokratie zu unterwandern. Und wir alle, die wir uns in der Mitte sehen, in der wirklichen Mitte, nämlich auch indem wir andere Meinungen zulassen und Denkweisen erörtern und vielleicht abwägen, wir alle haben die Verpflichtung, jetzt eine bessere Alternative als diese vermeintliche Alternative für Deutschland zu sein. Sprechen Sie mir in vielen Punkten. Ich mache mir jetzt gerade viele Feinde, weil. Nein, Sie sprechen mir in vielen Punkten aus dem Herzen. Aber auch das gehört ja dazu, lassen Sie mich das zu Ende sagen. Ja. Auch das gehört dazu, deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mich einladen. Ich bin ja hier in einem sehr fremden Umfeld. Mhm. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man eben sagen kann, was man denkt und dass auch andere sagen, was sie denken. Und dass man in einem freundlichen und friedlichen, respektvollen Diskurs herausfindet, was das Richtige ist für einen. Und dazu gehört eben auch, dass man mit seinen politischen Gegnern spricht.
Meine politischen Gegner gibt es im Grunde genommen nicht. Ich habe Ihnen eben gesagt, wie ich über die Grünen denke. Da stehe ich eher rechten Parteien sehr nahe. Aber ich bin auch kein Freund der AfD. Und das ist eben wichtig, dass wir das wieder lernen in einer Zeit, in der alles sehr unmittelbar ist und schnell Ergebnisse gefordert werden, auch mal einen Moment innezuhalten. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt auch mit meiner Bühnenkarriere erstmal Schluss zu machen. Wenn Sie die aktuelle Bundesregierung ansprechen, die ist ja vor allen Dingen ideologiegetrieben und geht ganz stark in eine Richtung. Und was mir ein bisschen Angst macht, und da würde mich wirklich Ihre Antwort interessieren, wie sehen Sie denn den Weg oder sehen Sie überhaupt die Möglichkeit, den Weg zu finden in einer Mitte? Oder ist es nicht eher zu befürchten, dass dann einfach ein Gegentrend stattfindet, der, wenn das Pendel ausschlägt, dann genauso radikal in die andere Richtung geht, die die gemäßigte Mitte auch nicht toll findet? Naja, wir werden ja nicht nur regiert von Dilettanten, wir werden ja auch ideologisch belagert von Bekloppten, die diesen Dilettanten alles glauben. Also das sind Leute, die sich auf der Straße ankleben oder die gestern noch für Frieden waren und jetzt schwere Waffen fordern. Wir sind so mittendrin im Irrsinn, dass ich Ihnen jetzt kein Patentrezept dafür geben kann, wie wir da wieder rauskommen. Ich sag's nochmal, das Einzige ist eben, unabhängig zu bleiben, kühlen und klaren Verstand zu bewahren und sich nicht beeinflussen zu lassen, irritieren zu lassen von irgendwelchen Hysterien, die kommen und wieder gehen. Wir leben in einer Zeit, in der sehr viel Hysterie gerade existiert. Ob wir es ums Gendern jetzt gerade treiben oder um die Klimakrise, ob wir es über den Ukraine-Krieg gerade reden oder ob wir über Corona reden. Das ist immer gepaart mit einer gehörigen Portion an Hysterie und einem Handlungsbedarf, der aus dieser Hysterie entsteht. Und ich glaube, Politik, die aus einem Affekt entsteht, ist eine schlechte Politik. Politik, die aus Abwägung und Nachdenklichkeit entsteht und die Geduld hat auch mit ihren Entscheidungen, ist eine gute Politik. Und wenn wir das rausfinden, wenn wir auch wieder rauskommen aus diesen pubertierenden Strukturen, die ja gerade unsere Politik bestimmen. Ich habe das Gefühl, unsere Politik ist gerade nichts anderes als ein Kampf auf dem Schulhof, in dem das Recht des Stärkeren und des lauter Schreienden zählt. Wenn wir das wieder schaffen, zu einer Raison zu kommen, einer gesamtgesellschaftlich übergreifenden Raison, die nicht nur im Konsens darüber stattfindet, was für unsere Gesellschaft wichtig und richtig ist, sondern auch in der Auseinandersetzung darüber, ob wir andere Argumente akzeptieren und tolerieren müssen, dann sind wir einen wesentlichen Schritt weiter. Und dann wäre auch unsere Art, Politik zu machen, angepasst und zeitgemäßer an das, was wir gerade machen. Denn es ist nichts anderes als ein Rückfall ins Mittelalter. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie jemand, der moralisch erhaben ist, so wie so viele aus dem grünen und linken Lager, Anhänger der Critical Race Theory zum Beispiel, die partout davon ausgeht, dass wir alle Rassisten sind, egal ob wir Absichten haben oder gar keine Absichten, wo es überhaupt ganz schlimme Theorien dazu gibt. Frage ich mich, wie sollen die jemals wieder den Weg zurück in die Mitte finden, auf vernünftige Art und Weise, ohne es als moralisch verwerflich zu sehen? Ja, das hat eine pathologische Komponente und irgendwann ist man auch innerlich so weit und deswegen ist die Überschrift meines Interviews heute in der Welt, ich habe keinen Bock mehr, dass man sagt, ich muss mich mit diesen Idioten nicht mehr auseinandersetzen. Lass sie doch 1000 Geschlechter haben, lass sie doch denken, die Welt geht morgen unter. Wenn es so ist, okay, dann sind das nicht die richtigen Mittel, sie davor zu retten und diese Leute davor zu bewahren, dass sie wahnsinnig sind, ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja als Künstler nicht Therapeut einer Nation, sondern ich bin Stellvertreter meiner eigenen Idee von Kunst. Und wie gesagt, irgendwann ist das Limit überschritten und ich glaube auch, das wird die Zukunft sein dieser ganzen Ideologien, dass sie implodieren, dass sie einfach merken, dass das, was sie tun, nicht repräsentativ ist, sondern dass es für sie ein Fetisch geworden ist, der sich permanent selbst bestätigt und dass dieser Fetisch sich irgendwann erschöpft, wenn er nicht mehr genug Resonanz findet. Und deswegen glaube ich auch, müssen wir, die wir auf der anderen Seite uns wähnen, wenn wir es vielleicht auch nicht insgesamt sind, lernen, damit gelassener umzugehen. Herr Somuncu, letzte Frage. Werden wir Sie denn nach einer Auszeit wiedersehen oder haben Sie tatsächlich so überhaupt keinen Bock mehr? Doch, ich habe Bock. Ich würde gerne so ein Format wie Achtung Somuncu machen. Ich habe ja gehört, dass da gerade viel Geld im Hinterzimmer liegt. Wenn Sie mir was zahlen, mache ich eine Sendung. Ich bin auch gerne bereit, Ihre Parolen nachzusprechen. Wunderbar, da müssen Sie mit Julian reden. Was Ihnen auf jeden Fall sicher ist, wenn Sie möchten, ein Platz hier in der Runde, würde mich sehr freuen. Herr Somuncu, auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie sich zu uns dazugeschaltet haben und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank Ihnen weiterhin, alles Gute und bleiben Sie Ihrer Meinung treu. Dann können wir weiter diskutieren. Wunderbar, danke Ihnen. Schönen Abend noch. Tschüss.